Nach einem Abendessen mit frischem Fleisch und Gemüse, dem ersten, was wir seit unserer Abreise aus Amerika gekostet hatten, wurde ich von Professor Morris, einem gut aussehenden Herrn, der etwa 65 Jahre alt zu sein schien, aufgesucht, der zusammen mit dem Bürgermeister der Stadt und einigen anderen Personen von Rang an Bord kam und uns alle in der Eisernen Republik willkommen hieß. Unser Landsmann schien erfreut zu sein, uns zu sehen, und er war für mich das einzige Bindeglied, das uns mit einer früheren Welt verband und den Szenen und Umständen, die andernfalls eine Illusion gewesen wären, Realität verlieh. Nach einem einstündigen Gespräch, in dem es um die Reise ging und in dem ich erfuhr, dass er auf demselben Weg wie wir durch die Barrieren gekommen war, verließ er uns mit den Worten, dass er uns am Abend besuchen und Kapitän Brandt und mich zur Eröffnung des neuen Tempels bringen würde, wo wir Gelegenheit haben würden, den Präsidenten zu sehen und ihn anschließend zu treffen. Professor Morris war der gleichen Meinung wie ich, was die Dauerhaftigkeit der Meerenge anbelangt, die uns durch die Barrieren führte. Aber er hielt es für wahrscheinlich, dass sie mit Eis angefüllt seien und für Jahre geschlossen bleiben könnte. Er meinte sogar, dass sie vielleicht nur in seltenen Fällen offen sei, wenn die Meere ungewöhnlich eisfrei seien. Wie dem auch sei, ich fand die Meerenge offen, sowohl auf dem Hin- als auch auf dem Rückweg, und hatte, abgesehen von der Strömung, keinerlei Schwierigkeiten bei der Durchfahrt. Und ich bin der Meinung, dass es noch eine weitere Passage durch diese Barrieren gibt, die gefunden werden kann, wenn man nur halb so eifrig danach sucht, wie es bei der Erforschung der Arktis der Fall war.